Die vierte Auffassung des Satanismus bringt uns zur Endlösung, sozusagen. Eugenik. Ich werde es ab jetzt Dysgenik nennen. Und Epieugenik, was ich als Epidysgenik bezeichne. Denn da ist nichts Gutes dran. Sie wollen nichts Gutes auf der anderen Seite damit erreichen. Sie degradieren das menschliche Genom. Das ist Dysgenik. Lasst uns über das Wort Eugenik im klassischen Sinne sprechen. Das Wort Eugenik stammt vom griechischen Adjektiv Eugenes, was gut geboren heißt, welches seinerseits vom griechischen Adjektiv eu, EU, was gut bedeutet, und dem griechischen Substantiv genos, was Rasse, Vieh oder Bestand bedeutet. Eugenik ist eine gesellschaftliche Ideologie, welche befürwortet, dass Leute mit Wesenszügen und Charakteristika, die von den Befürwortern erwünscht sind, sich häufiger sexuell reproduzieren sollen. Und nochmal, Eugenik ist eine gesellschaftliche Ideologie, welche befürwortet, dass Leute mit Wesenszügen und Charakteristika, die von den Befürwortern erwünscht sind, sich häufiger sexuell reproduzieren sollen. Und zeitgleich beinhaltet das die niedrigere sexuelle Reproduktion und Sterilisation derjenigen, die eher unerwünschte Wesenszüge und Charakteristika haben. Also, wir wollen höhere Geburtenraten derjenigen Leute mit den Eigenschaften und Charakteristika, die wir haben wollen, und wir wollen weniger Geburtenraten bei den Leuten, die Wesenszüge und Charakteristika haben, die wir nicht haben wollen. Diese Auffassung beschreibt den Satanismus im Endstadium. Es klingt dann etwa so: Da der Mensch Gott ist und er entscheiden kann, was richtig und was falsch ist, und weil es schlicht die, in Anführungsstrichen, natürliche Ordnung ist, dass die rücksichtslosesten Menschen, deren Gene die, in Anführungsstrichen, fittesten sind, die menschliche Herde beherrschen, dann hat die elitäre Klasse der Menschen, die die höchsten Positionen innehält, jedes Recht zu entscheiden, wem es erlaubt ist, zu leben und sich fortzupflanzen, und wer sterben muss. Das ist Eugenik, Leute. Und genau das läuft gerade in unserer Gesellschaft. Aber wisst ihr, welche noch dunklere Agenda zurzeit ebenfalls läuft? Epieugenik. Das Epieugenik-Programm läuft, und die meisten Leute sind sich dessen nicht einmal bewusst. Selbst Leute, die wissen, was Eugenik ist, denken, dass es etwas mit gewaltsamer Sterilisation zu tun hat, wie damals in den 20er Jahren. Aber sie brauchen keine Gewalt, nicht mehr. Wir keulen uns selber. Wir keulen uns selber. Wir geben zurzeit die Gene an unsere nächste Generation weiter, die maßgeschneidert für Sklaverei sind. Und wir machen das komplett unbewusst, weil wir nicht begreifen können, was diese menschliche Farmer unserem Verstand antun. Epieugenik, ein Begriff, den ich selber erfunden habe, ist das Durchsetzen von Eugenik durch Mind Control und selektive Zucht durch die Population, welche die Eugenikstrategie zerstören soll. Man könnte es auch die Herde sich selbst keulen lassen nennen. Diese Genkeulungsstrategie ist am einfachsten und am verstörendsten in der rasanten Androgenisierung der Geschlechter in der westlichen Kultur zu sehen und an den Praktiken und Ideologien der modernen Neofeminismusbewegung. Und dieses Thema werde ich in einem zweitägigen Seminar auf der Free Your Mind 4-Konferenz ausführlich erläutern. Das wird mein Thema sein. Der Titel lautet Das unheilig-feminine, Neofeminismus und die satanische Epieugenik-Agenda. Womöglich wäre es besser, die Eugenik- und Epieugenik-Strategien dieser dunklen Okkultisten als Dysgenik und Epidysgenik zu bezeichnen.
Wir müssen aufhören, das Eu, also gut, für so etwas zu benutzen. Es ist nichts Gutes daran. Es soll die menschliche Genetik degradieren und letztendlich die menschliche Seele. I'll take questions at the end of the presentation. You can go right ahead, absolutely.